Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Book of Unwritten Tales. Wie ihr es schon sehen könnt, haben wir inzwischen den Helm und die Rüstung. Was fehlt noch? Handschuhe, Schuhe? Ich weiß es nicht. Reden wir doch einfach mal mit Esther. Ich lasse die beiden Turtelgeier lieber allein. Dann halt nicht. Der hier? Keine Ahnung, was ich fragen sollte. Die unsere Trauer und der Unter müssten jetzt... ist sogar weg. Mhm. Na, mal schauen, vielleicht komme ich ja beim Orklager rein. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jetzt noch was herbekommen sollte. Vielleicht komme ich ja schon rein. Ach nee, den Schild brauche ich noch. Alles klar, Leute, ich weiß wieder. Eine Landkarte der. Ich brauche ja noch den Schild von der Höhle hier. Die Frage ist nur, wie bekommt man den Schild, ne? Betrachte den Sack. Entschuldigt abermals, junger Herr. Oh, ich dachte. Entschuldigt. Oh, ich dachte. Entschuldigt. Oh, ich dachte, ich wäre in einer An. Entschuldigt. Oh, ich dachte. Jetzt schauen wir mal. Kann ich das hier irgendwo verwenden? Nee. Das hier? Nee. Das hier? Nee. Das hier? Da war doch gerade was. Ich glaube kaum, dass Zloff hinter dem Ding herlaufen würde. So dämlich ist höchstens Grump. Stimmt ja, ich habe da ja einen Pompon am Faden. Sag bloß, ich muss die in die Spalte stürzen. Also gut. Ich lege die Bretter über die Öffnung des Spalts. Wie gemein. Aushalten werden die morschen Bretter nicht. Ein Schritt darauf und sie brechen durch. Und jetzt locken? Oh, wie gemein. Ich glaube kaum, dass... Entschuldigt. Wie soll denn das jetzt gehen? Mit dem Schlauch können wir wahrscheinlich nichts machen. Die Bretter sind so morsch, dass sie sofort durchbrechen würden, wenn sich da jemand draufstellt. Aber wer ist schon so dämlich? Die Bretter sind... Ja, gute Frage. Wer ist schon so dämlich? Kann ich noch irgendwo irgendwas bekommen? Nee. Kann ich mit dem Grump vielleicht reden? Hallo, Grump. Du, Menschlein. Ganz recht. Du musst großen Hunger haben, Grump. Das ist ein sehr, sehr großer Teller, den du da hast. Grump, großen Hunger. Warum bittest du Zloff nicht noch einmal freundlich darum, dass du deinen Teller leer essen darfst? Zloff nicht erlauben. Und Schloff kann Kettenblitze. Er kann sich wehren, meinst du? Und solange er das Buch liest, darfst du eure Hände nicht benutzen? Ach je. Du bist doch ein cleveres Kerlchen, Grump. Grump? Kann man Schloff nicht dazu bringen, mit dem Lesen aufzuhören? Schloff immer nur lesen, bis Buch zu Ende. Und nichts hält ihn vom Lesen ab? Schloff gerne Cocktails trinken. Oh. Uga-Cocktails. Okay. Und dann? Er ganz schnell betrunken. Du meinst, er verträgt keinen Alkohol?
Und ist dann zu betrunken, um weiterzulesen? Interessant. Wirst du auch schnell betrunken, Rump? So wie Zloff? Nein. Rump kann viel mehr trinken als wie Zloff. Grump, echter Kerl. Aber schön. Ihr teilt euch doch einen Körper. Ja und? Auch nichts. Ich könnte euch einen Ogre-Cocktail machen. Was hältst du davon? Rump mag Bier. Ja schon, aber der Cocktail ist ja vor allem für Zloff. Warum? Damit er betrunken wird. Und dann? Dann kannst du deinen Snack dort wegputzen. Oh, okay. Okay, also, das klingt doch gut. Also, alles in einen guten Ogre-Cocktail? Alkohol? Alkohol, okay. Und sonst? Ein Schirmchen. Ein Ogre-Cocktail besteht einfach aus Alkohol? Und Schirmchen. Und was für Alkohol? Wein? Schnaps? Egal, muss tüchtig drehen. Also hochprozentiger Alkohol in einem Glas mit Schirmchen. Raffiniert. Menschlein kann in Höhle suchen. Habt ihr da die Zutaten? Du und dein Halbbruder, versteht ihr euch nicht gut? Schloff ist doof. Aha. Immer lesen, nie Spaß, nie Sachen kaputt machen. Ihr ist halt mehr der intellektuelle Typ. Schloff gar kein richtiger Kerl. Schloff noch nie eine Freundin. Das hab ich gehört. Blöd. Ich muss los, mein Magen knurrt. Hunger. Junger Herr, das sind unsere privaten Habseligkeiten. Alle Geräte sind angemeldet. Bitte verlassen Sie unsere Höhle. Grump hat es mir erlaubt. Menschlein, machen Cocktail für Zloff. Tatsächlich? Was für eine entzückende Überraschung. Ich danke euch recht herzlich. Kein Problem, Dicker. Damit meint er dich? Damit meint er dich? Schön. Das scheint so eine Art Vorratsschrank zu sein. Ja. Dann schauen wir doch mal rein. Ein kleines, buntes Cocktailschirmchen. Wer hätte gedacht, dass es für so etwas in den wilden Landen einen Markt gibt? Ja, wer hätte das schon gedacht? Ich hätte ein größeres Cocktailglas erwartet. Dieses hier hat menschliche Größe. Das reicht, um Zloff betrunken zu machen? Egal, nimm's einfach mit. Ein zugebundener Leinensack. Vermutlich soll der Inhalt vor Vögeln und Ratten geschützt werden. Schau einfach mal rein. Der Sack ist bis oben mit Äpfeln gefüllt. Boah. Sie sind alle feucht und angefault. Sie riechen schon vergoren. Ja, egal. Einfach mitnehmen. Einfach mitnehmen. Ach. Ein Schlauchstück. Über einen Meter lang und alles andere als sauber. Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wofür die Oger es verwenden. Ja, ich auch nicht. Ich frag mich, was das hier ist für ein... Das ist doch gar nichts. Naja, egal. Ah, Tonkrüge. XXXXX, das ist wahrscheinlich der hochprozentige... Da war mal hochprozentiges drin, so viel ist klar. Aber die Krüge sind alle leer. Ich muss woanders Alkohol finden. Ich habe auch schon eine Vermutung, wie. Die muss ich nämlich selber gären. Den muss ich selber gehen. Und zwar wahrscheinlich bei dem Tipi-Typi. Hey Donnerhoof, wegen des Blitztanzes. Huch. Donnerhoof? Hallo, Rindvieh. Der Gute scheint völlig weggetreten zu sein. Ob das an meinen Pilzen liegt? Unbekannte Pilze mit einer Mischung aus verdächtigen Beeren und Lackfarbe anzustreichen und die dann zu rauchen. Da sollte eigentlich nichts schief gehen. Also bitte nicht nachmachen. Vielleicht hält er auch nur ein Schwatz mit seinen Ahnen. Der kommt schon wieder zu sich. Mein gehörnter Freund befindet sich auf einer spirituellen Reise, schätze ich.
weit, weit weg. Aber das wird schon wieder. Hoffe ich. Die Feder immer noch hässlich. Und immer noch mit einer Feder weniger. Schmeißen wir halt einfach mal verfeuerte Äpfel hier rein. Darf ich nicht? Schade. Dann eben nicht. Leute, ich will hier gerne... Ich will hier gerne raus. Danke. Ja, wie mache ich jetzt hochprozentigen Alkohol? Ah, stimmt ja, die Presse gab es ja auch noch. Also los. Lecker, vergorener Apfelsaft. Naja, super. Ich muss ihn ja nicht trinken. Super Sache, oder? Kann ich den jetzt hier... Der Alkohol ist noch nicht stark genug. Die Flaschen in der Höhle hatten 4x. Die Schüssel ist fast randvoll mit frisch gepresstem Apfelsaft. Der Saft selbst ist allerdings alles andere als frisch. Er riecht vergoren. Okay. Er ist vielleicht zu Donnerhof und das in den Topf packen. Ich glaube, mit dem Topf hatten wir noch nichts... Ja, genau. Fülle den Saft in den Wenn Topf. Wenn ich den Saft in den heißen Topf kippe, würde einfach alles verdampfen und ich wäre meinen Saft los. Wenn ich den schließe... Wenn ich den Saft in den... Sitzt stramm. Was immer im Topf verdampft, kondensiert im Schlauch und wird durch ihn abgeleitet. Aha. Jetzt, Tüttle, oder? Komm. Na gut. Ah, da kommt was. Und... fertig. Perfekt. Die Schüssel ist mit einer fast klaren Flüssigkeit gefüllt. Für einen Ogre-Cocktail dürfte der Alkohol noch nicht konzentriert genug sein. Aber ich kann ihn ja noch einmal destillieren. Ja, dann machen wir das halt. Und nochmal. Weil es so schön war, ne? Das sieht schon etwas besser aus. Das kann ich nochmal? Das sollte reichen. Ogerstärke, okay. Fehlt nur noch die aufwendige Verzierung. Ja, die Verzierung kann man doch auch schon dabei. Hochprozentiger Alkohol und ein Cocktailschirmchen. Voila, ein Ogre-Cocktail. Ein Ogre-Cocktail kommt sofort. Wieso bin ich jetzt eigentlich rausgegangen? Ich hätte es doch auch einfach über die Karte machen können. Ja, ja. Jetzt hau rein, das Ding. Achso, ich muss noch ein Stück laufen, damit ich es ihm hindrehen kann. Da, guck Hier mal. Habe ich einen Cocktail für dich, Zloff. Mit besten Grüßen von mir und Grump. Oh, danke. Sehr nett. Moment. Ihr wollt mich austricksen, oder? Hm? Ihr wollt mich betrunken machen, damit ich nicht weiterlesen kann. Wer? Aber nie. Aber da habt ihr euch geschnitten. Ich werde immer nur winzige Schlucke nehmen. Dann werde ich nicht betrunken und kann weiterlesen. Ah! Ich bin blind! Dann du fertig gelesen. Nein, ich... Beeindruckend. Ekelerregend, aber beeindruckend. Hm. Ich hab immer noch Hunger. Was? Hunger! Grump muss jagen. Okay. Jetzt haben wir ja den Köder. Och, meine Güte, ist das gemein. Also gut, versuchen wir es. Da! Bunte Schlange, Kaninchen! Lass es, Grump. Da stimmt doch etwas nicht. Muss nur seine Schale knacken. Oh. Ein Langhaar-Kaninchen, ja? Wie kann man nur so blöd sein?
Hunger! Geh in die Ecke und schäme dich. Ich lass mir was einfallen. Aber ihr habt denselben Körper, wie soll... Der Weg ist frei. Ihr habt denselben Körper, wie soll er in die Ecke gehen und sich schämen? Dann gehst du ja quasi auch gleichzeitig in die Ecke. Egal, der Schütter macht es nun unser. Macht doch nix. Vielen Dank, dass du mich hier rausholst. Ist kein Vergnügen, den ganzen Tag in heißer Bratensoße zu schwimmen. Allerdings ist es auch kein Vergnügen, ständig mit Schwertern und Äxten geschlagen zu werden. Ich hoffe, du bist kein Krieger. Ich? Nein, ich will nur wie einer aussehen. Wenn du nur so aussehen willst, ist das kein Problem. Nur nicht kämpfen. Die Feder ist mächtiger als das Schwert und tut weniger weh. Leute, wir haben's. Immer noch ein besonders tapferer Schild, was? Das gibt's doch nicht. Marx! Wer hätte gedacht, dass wir noch einmal zusammenreisen? Freust du dich? Oh ja, unheimlich. Hör mal, dass du mich entführst, ist eine Sache. Aber muss die Dumpfbacke mitkommen? Immer noch der Alte, was? Kann das Schwert etwa auch sprechen? Ladi? Natürlich! Holen wir den auch noch? Oh, bloß nicht. Hoffentlich ist er etwas ruhiger geworden in den letzten Jahren. Ja, ich habe ein ganz übles Gefühl bei dieser Sache. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt beim Zurücklaufen und der Eger, die Oger entgegenkommen. Beiden sind in der Spalte eingeklemmt, keine 3 Meter unter mir. Oh, okay. Hey, hier, ich habe euch noch was hier auf den Kopf, hä? Ne? Schade. Was haben wir denn hier? War ich da schon mal? Ich glaube nicht. Oh, nö, da war ich noch nicht. Oh, da ist Knuffi schon wieder. Okay. Hast du Angst? Geht so. Du solltest starr vor Schrecken sein. Bist du starr vor Schreck? Nicht wirklich. Was liest du da? Wie werde ich ein furchteinflößendes Monster in 14 Tagen? Aber ich habe gerade erst angefangen. Und im ersten Kapitel steht, man soll sich nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich funktioniert. Und es wird immer Leute geben, die einem den beruflichen Erfolg nicht gönnen. Klar. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich natürlich wieder sehr freuen. Und wenn wir uns dann auch das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play the Book of Unwritten Tales. Bis dann, macht's gut, Ciaochen.